Servus, liebe YouTuber. Ja, also, wie bekannt ist, das ist das Heizungsbedienelement von Obel Vectra C, Baujahr bei mir jetzt 2005. Und bekannterweise ist dieser Menüknopf geht oft kaputt. Genau. Jetzt probiere ich das mal zu reparieren. Ich habe das ausgebaut. Wenn ihr das ausbauen wollt, müsst ihr erst das untere leere Fach rausziehen. Das kann man einfach so rausziehen oder wegen mit einem kleinen vorsichtig Schraubenzieher. Und dann kommt man bei diesem Panel unten hinten. Da ist quasi unten dann so wie so eine Art Loch und dann kann man das einfach rausdrücken. Genau, hinten sind zwei Anschlüsse, einmal blau, einmal schwarz. Und da ist, wenn der Stecker so drin steckt, an der Seite ist so eine braune, wie so eine Art Klemme. Und die muss man mit dem Schraubenzieher ein wenig rein und dann ein wenig rüber drücken. Und dann kann man den kompletten Stecker abziehen. Und hier ist dasselbe auf der Innenseite jeweils. Genau. Ich versuche das jetzt mal zu reparieren, bevor ich mir ein neues kaufe. Die Dinger sind ja nicht gerade billig. Und dafür braucht man einmal einen Lötkolben und einmal Kontaktspray. Und dann schauen wir mal. So, jetzt habe ich das Ding ja mal zerlegt hier. Das liegt hier drin. Also als allererstes müsst ihr die Rückwand rausklipsen. Das ist alles geklipst. Vorsichtig mit dem Schraubenzieher geht alles wunderbar runter. Das ist die Paneele. Knöpfe. Und um diesen Knopf hier geht's. Und das sind die drei Schalter. 1, 2, 3. Und in der Mitte der Schalter, das ist der, wo meistens nicht funktioniert irgendwann mal. Genau. Und der hat zwei Lötstellen. Jetzt versuche ich das mal irgendwie zu zeigen. Nämlich diesen hier und diesen hier. Und das sind meistens die Lötstellen, die wo nachgelötet werden müssen, so wie das ausschaut. Eventuell die anderen drei auf der anderen Seite auch. Dann sind es 5 Stück. Und das werde ich jetzt mal machen, versuchen. Und dann werde ich den Schalter noch einmal einsprühen mit Kontaktspray. Und dann schauen wir mal. So, hallo liebe YouTuber. Ich habe es heute ein wenig mit dem Reden, bin ein wenig erkältet. Ich habe jetzt das Heizungselement gemacht, habe gelötet und auch Kontaktspray draufgehauen auf die anderen zwei Schalter auch gleich mal da, ne? Und jetzt habe ich es wieder hier eingebaut. Leider ist die Beleuchtung hier etwas beschissen. Ich versuche mal das Licht einzuschalten. Geht nicht, okay. Jetzt schauen wir mal. Zündung ein. Jawohl. So. Und jetzt drücken wir hier mal drauf. Aha, da schau her. Jetzt sind wir im Menü wieder drin. Es geht wieder. Ja, saugeil, was das ausmacht. Hier kann man die Klimaanlage einstellen. Luftverteilung. Oben, Mitte, unten. Sehr gut. Klimaanlage ein aus. Gebläseautomatik. Normal, stark, schwach. Machen wir mal stark. Geht alles wunderbar. So, was kann man denn noch machen? Umluftautomatik. Umluftauto. Aha, okay, keine Ahnung, was das ist. Na gut. Aber wie ihr seht, es geht wieder. Einwandfrei. Das war's. So, jetzt wisst ihr, wie man es macht. Und wenn halt gar nichts mehr, trotzdem nichts mehr geht, dann braucht man halt so ein neues Teil, ne? Hilft nichts. Alles klar. Ich danke fürs Zuschauen und wir hören uns wieder. Ciao, ciao.